So, hallo und welcome back, liebes Publikum. Wir kommen jetzt hier an eine Stelle, die mir persönlich als mit am schwersten in Underworld vorkommt. Das heißt, das ist jetzt nur etwa das erste gute Drittel. Entschuldigung. Lara, die begibt sich jetzt in die Unterwelt. Und sie muss da unten ja, Schätze und mindestens ein Relikt holen. Und vor allem das mit dem Relikt, das ist so eine Sache. Das kommt jetzt auch hier noch nicht. Besondere Schwierigkeiten haben mir hier die ständigen Mauerläufe gemacht. Ich kann damit bei den beiden Games Anniversary und Underworld halt nicht so gut umgehen. Bei Shadow of the Tomb Raider war das komischerweise ganz anders, sehr präzise. Und hier muss man auf alle möglichen Überraschungen gefasst sein. Lara, die muss ich jetzt hier nach unten begeben. Und hier lasse ich versehentlich los und werfe gerade noch rechtzeitig den Haken. Lara kann sich nämlich da, wie man an der Y-Taste gesehen hat, erstmal festhalten. Da muss sie sich fallen lassen und, wie ich es eben instinktiv gemacht habe, sofort den Haken werfen. Dann kommt sie hier unten auf dieser Plattform an. So, hier ist meines Erachtens, ich weiß nicht, ob hier schon Schatz zu holen ist. Dieser Ebene, also in diesem kleinen Bereich, ich meine ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir lassen Lara da einfach mal gucken. Nee, das war hier wohl schon alles. Hier kommt jetzt der Handschuh von Thor zur Geltung. War eben nur ein Versuch im Video. Jetzt richtig. Und das Ding ist an ihrer linken Hand, das braucht sie noch einige Male hier. Hier muss sie schon wieder einige Krabbeltiere eliminieren. Dieses erste Stück hier, das sind insgesamt knapp 14 Minuten, das ist noch vergleichsweise erträglich. Obwohl ich hier auch schon das eine oder andere Mal runtergefallen bin mit ihr. Aber diese Bereiche, die nehme ich jetzt, zeichne ich hier nicht mit auf, beziehungsweise habe sie rausgeschnitten. Wieder protonordische Runen. Mein Sohn. Deine Schätze nah und fern. Weil dein Gürtel mir gegen Jada und der mächtige Mjölnir. Das Wiederladen, das kostet einfach zu viel Zeit auf der Aufnahme. Und bringt auch keine Erkenntnisse, weder neue noch überhaupt. Ist er jetzt weg? Höchstens darüber, dass ich halt kein typischer Gamer bin. Nur eben halt Tomb Raider-Fan, da aber eingefleischter. Vater hat seinen zweiten Vornamen in Monogrammen nie verwendet, um nicht mit Großvater verwechselt zu werden. Dort hast du das Artefakt versteckt. Du alter auch. Jetzt muss ich nur noch zum Boot. Ich lasse Lara noch zu Ende quatschen. Auch wenn ich mich ab und an wieder mal über Tomb Raider Underworld nörgelnd äußere. Es ist ein tolles Game. Da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen aus meiner Sicht. Und ich kann es hier nur noch mal wiederholen. Für eine Computeranimation ist die Figur Lara hier wirklich, wirklich richtig gut
gelungen, kann man nicht anders sagen. Hier gehen wir jetzt erstmal zum ersten Schatz. Immer vorsichtig mit dem linken Stick sein. Wie ich woanders schon erwähnte, ich mag so große Höhen nicht. Selbst dann nicht, wenn sie nur auf dem Computer zu sehen sind. Ob ich so wirklich richtige Höhenangst habe, weiß ich nicht. Aber es ist halt kein schöner Gedanke, diese ständige Gefahr, dass Lara da irgendwo runterfallen könnte. Auch nicht hier im Game. So, den Schatz hat sie jetzt. Jetzt muss sie wieder darüber auf die sichere Plattform. Ein bisschen schwingen und gut. Jetzt geht's ans Eingemachte, sprich nach unten. Auch da gehe ich immer sehr bedächtig ran. Ich weiß mittlerweile, dass Lara sich automatisch festhält. Wie das in den schwierigeren Leveln ist, weiß ich nicht, aber das möchte ich auch lieber nicht ausprobieren. Ein wenig verschieben. Nicht deswegen, hier lauert ein Schatz, der nächste. Auch wieder ganz bedächtig laufen. Lieber einmal zu viel umgucken als einmal zu wenig. Jetzt kommt der erste Sprung und jetzt geht es nämlich an das Mauergelaufe, an das erste. Eine Erfahrung, die ein bisschen was mit Sicherheit zu tun hat, habe ich hier gemacht. Das kommt irgendwo auch noch. Wenn Lara sich hier verspringt, das heißt die Kante nicht erreicht, dann hat man immer noch die Möglichkeit, ganz schnell den Haken auszuwerfen und dann hängt sie sich wieder an den Ring, der da drüber hängt. Auch hier weiß ich nicht genau, wie das in den schwierigeren Leveln ist. Hier im leichtesten funktioniert es fast immer. Ja. Lara muss das ganze Ding jetzt zurückschieben, bis es nicht weitergeht. Ich wusste an dieser Stelle nicht genau, auch aus der Lösung nicht, ob dieses Nicht-Weitergehen bedeutet, dass sich die Brücke gar nicht mehr dreht oder dass Lara sonst Gefahr läuft, beim Schieben in einen Abgrund zu fallen. Da kommt nämlich der Abgrund und ich schiebe hier lieber nicht weiter. Jetzt kommt das nächste Mauergelaufe. Hier ist so eine Szene. Lara verspringt sich und kann sich schnell wieder einhaken. Und Lara verspringt sich, auch hier nochmal wiederholt, nicht automatisch nur deswegen, weil sie die Kante verfehlt, sondern weil wirklich die Steuerung einem manchmal im Stich lässt und Lara dann von der Wand wegspringt. Auch das ist mir schon passiert und es ist immer ganz gut, dass hier keine Zuhörer sind, weil ich dann wirklich laut am Fluchen bin.
kann sein, auch mal über meine Ungeschicklichkeit, vor allem aber über diese schlecht gemachte Steuerung, Gamepad-Steuerung in Underworld. Ist aus meiner Sicht ein echtes Manko. Hier kommen wieder so ein paar Hunde oder Fledermäuse. Hier kommen wir jetzt zum nächsten Schatz. Genau, das ist nämlich ein Schatz, der hier abzuholen ist. Ich meine, Lara hätte da auch hingehen können. Ich habe sie lieber springen lassen. Mal gucken, welche Schätze jetzt schon da sind. Ich gleiche das immer so ein bisschen ab mit Schatznummer, die Tom in seiner Beschreibung genannt hat. Dann weiß ich eigentlich immer schon, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Jetzt muss Lara erstmal diese ganze Mauer wieder, die Brücke wieder zurückschieben. Und wir ahnen es, das hat natürlich auch wieder was mit Mauerlaufen zu tun. Wir haben im LaraWeb einen Mitstreiter, der hat das Mauergelaufe auch Nordmanns Feindbild Nummer 1 genannt, was die Tomb Raider Games betrifft. Recht hat er. Auch wenn sich das in Shadow of the Tomb Raider ein bisschen relativiert hat, aber ist so. So, ich lasse Lara hier jetzt einfach mal nach oben springen, klettern, weil ich wissen möchte, wie weit sie von Eingang entfernt ist. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das automatisch angezeigt wird, wenn die Brücke an der richtigen Stelle ist. Das kommt gleich. Hier. So, und an dieser Stelle sage ich präventiv schon mal Tschüss. Wir sind gleich am Schluss in diesem ersten Teil hier unten, weil danach geht es nämlich dann wieder nach unten, runter von der Brücke, weil es ist noch ein Relikt zu besorgen. Ich tue es der Vollständigkeit halber wegen der Beschreibung. Einen Wert haben diese Relikte eigentlich, ja, sie erhöhen an einigen Stellen wohl Laras Gesundheit. Hier mache ich es vor allem deswegen, um ein möglichst vollständiges Bild zu zeigen, zum Nachspielen. Nur der Part, der dann später kommt, der ist unglaublich schwer. Und ich habe daran weit über eine Stunde gesessen, für eine reine Spielzeit, ohne Fehler und ohne alles, von vielleicht nur 20, 25 Minuten. Bis gleich.